diese Frage also schon lang gewartet und Alhamdulillah hat sie von einem Muaddin viele Muaddinen gekriegt. Allahu Akbar. Subhanallah. Na'am. Okay. Hum yaqulun kadhalik. Wenn du an diese Glaube denkst oder glaubst, dass du nicht weiter fragst und alles, was in diesem Säule sind, dann bist du in Paradies. Wenn nicht, dann auf der anderen Seite. Das ist ihre Glaube. Und auch eine Frage. Warum? لماذا قررت المجامع الألوهية عيسى ألوهية عيسى عليه السلام. Warum haben die gesagt, dass Isa عليه السلام ist auch Allah? Bei dieser ersten Sitzung und zweite und dritte bis heutzutage. Warum haben die das gesagt? Es gibt, wie viel Bibels gibt es jetzt? Keine Ahnung, Allah, keine Ahnung. Gibt es von, was wir wissen, Matthäus, Lukas, was noch? Johannes, Martin Luther, was noch? Christ, viele, ja. Maldini, viele, keine Ahnung, manche, Allahu A'lam, über 1000 Bibels, über 1000, keiner ist von Allah. Einer war fast der Richtige. Wir haben das entdeckt und vernichtet. Na, mach ich. Schau mal, in diesem Bibel, was die gefunden haben, steht: Waradat Nusus min Anajilihim. Al-Injil ist Bibel. In ihre Bibel, diese Bibel ist nah zu der Wahrheit, was Islam gesagt hat. Subhanallah. Warum? Markus, Johannes, Lukas sind alle von Paulus geschrieben. Ein Mensch. Es ist nicht Kalamullah. Ja. Qal heißt diese Injil Barnaba. Barnaba. Ja. Barnaba heißt diese Buch. Barnaba die das geschrieben hat, er hat gesagt, schau mal, subhanallah, der hat gesagt, dass dieser Paulus ist Kafir. Wallahi, er hat ihm Takfir gemacht. Und wenn jemand, der Kafir ist, hat eine Bibel geschrieben, was ist das? Ja? Wie kannst du jemanden, der nicht Gläubige ist, von ihm nehmen? Und der fast richtige Bibel hat zu ihm gesagt, dass er ein Kafir ist. Warum? Weil er hat da solche Sachen geschrieben, nicht von Allah. Von seiner Lust, von seiner Hawa. Asdar al-Baba, der Papst, ist ein Paragraph, ein neues Gesetz. Der hat gesagt, dieses Buch müsst ihr vernichten. Es ist nicht gültig. Na, warum? Weil in diesem Buch steht ein bisschen von Tawhid, von richtiger Aqida und solche Sachen, was mit Islam zu tun hat. Na, jetzt die Frage: Hal idda'a Isa alayhi salam al-Uluhiya? Hat Isa alayhi salam gesagt, dass er Allah ist oder Sohn des Allah ist? Auch in ihre Bücher. Wallah, in ihre Bücher. In unser Buch, im Koran, steht, dass Isa alayhi salam ein Prophet ist. Ibrahim, Prophet alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alle Propheten sind von uns richtig. Aber in der Bibel, wallah, steht kein einziger Vers, diese Ishah. Manchmal findest du zwei in drei, weißt du das? Ja? Kapitel? Verse. Na, mach ich Verse. Okay. Jetzt wissen wir oder muss man stellen, ob
Isa alayhi salam gesagt, dass er Sohn Allah oder selber Allah ist. Wer kann diese Frage beantworten? Er selber, Isa alayhi salam. Wer gibt uns diese Antwort dafür? Na, und wo steht das auch? Steht Johannes. Kennt ihr diesen Johannes? Dieser Johannes. قال يريدون قتلي. Die wollten mich töten. هذا عيسى يقول عليه السلام. Jesus عليه السلام sagt, يريدون قتلي. Die wollten mich töten. وأنا إنسان. Und ich bin ein Mensch. وأنا إنسان. قد كلمكم بالحق. Er hat euch die Wahrheit gesagt. الذي سمعه من الله. Er hat euch die Wahrheit gesagt, was ich von Allah gehört habe. Wer hat das gesagt? Isa alayhi salam, Johanna 8 durch 40. Verse 8. Johannes ist dieses Buch, ja. Kapitel 8, Kapitel 40. Das ist das, ja. Okay? Und auch andere Beweise. وفي نص آخر أو في أين بازة قال عيسى عليه السلام أنتم تدعونني معلما وسيدا عرفت مش ein Lehrer وحسنا تقولون لأنني أنا كذلك sagt die Wahrheit warum weil ich so bin ich bin ein Lehrer und عيسى عليه السلام der war auch ein Lehrer معلم hat auch so viel Schüler gehabt viel الحواريون von ihm diese 12 wie heißen sie? Junge? Diese Junge, die Shabab, diese 12 Junge. Ja? Und der war als Lehrer für die. Auch steht in Johannes 13. Al-Masih alayhi salam yuqaddimu nafsahu ala annahu nabiyyun. Jetzt sagt uns, dass Isa alayhi salam kein Allah ist, kein Sohn Allah. Der ist ein Rasul, ein Prophet, ein Gesandter von Allah. Er sagt, أما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. Da sagt, die Propheten, die haben diese Karama, diese Wert, nur wenn sie in ihrer Heimat sind. Warum? Was hat er hier gedacht? Was hat er hier gemeint? Weil die meisten Propheten, die werden geschoben von ihrer Heimat. Genau wie auch Rasul sallallahu alaihi wasallam. Der hat gesagt, die Leute oder die Propheten sind nur zufrieden, wo ihre Heimat sind. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, als die ihn auch von Mekka rausgeschmissen haben, er hat gesagt, Wallahi, du bist die beste oder beliebteste Stadt für mich. Wallahi, lam yukhrijuni ma kharajtu minha. Wenn die nicht mich geschoben haben, ich wollte auch nicht von Mekka rausgehen. Aber die haben das gemacht. Johannes auch. 13, 57. 47? Ja, nein. Also 13, 57. Anas, die Leute, die mit ihm auch also gelebt haben, die haben immer ihm gesagt, dass er ein Prophet ist. Ganz normal. Die haben keiner von dieser Zeit, die hat gedacht, dass er Allah ist. Keiner. Der war nur sein Schüler. Die Menschen, die mit ihm gelebt haben, keiner von denen hat gesagt, dass er ein Allah ist. في زمانه من المسلمين قال also auch seine Mutter, schau mal, seine Mutter Maryam alayhi salam, subhanallah, sie hat gesagt, Ya Bunayya, limada fa'alta bi hakada. Isa alayhi salam, 3 Tage oder 4 Tage, der war nicht zu Hause. Und Maryam, sie hat nach ihm gesucht. Warum kann Isa alayhi salam li hal summiya Masihan? Al-Masih heißt, كثير السفر ده زوف الغايست حيث مسيح ورا المسيح حيث
Der, wenn er so macht, der heilt. Wenn jemand also blind ist, kann der Messias jemsahu al wajh al ayn fatubra. Der wird also, und die sagen das auch, sagen wir subhanallah, das ist auch ein Beweis für die Christen. Die sagen, Isa alayhi salam, der einzige Mensch, der das gemacht hat. Deshalb